Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr diese GPL-Box baut. Ihr nehmt euch ein Lineal und zeichnet einen Punkt an der entsprechenden Größe, wie ihr diese haben wollt. Dann macht ihr das gleiche auf der anderen Seite und verbindet die beiden Punkte, damit ihr eine gerade Linie habt. Nun nehmt ihr eine Schere und wenn die Pappe zu dick ist, wie bei mir der Fall ist, nehmt ihr einen Cutter und schneidet an der Linie entlang durch. Dann nehmt ihr euch das als Schablone, das fertige Stück. Und jetzt könnt ihr es entweder vorzeichnen oder ihr schneidet gleich mit dem Cutter. Wenn ihr euch es vorgeschnitten habt, könnt ihr das einfach als Ganzes schneiden. So, dann habt ihr zwei Stücke und am besten nehmt ihr wieder das gleiche, wie ihr am Anfang genommen habt, weil es doch ein bisschen unterschiedlich immer wird. Und dann schneidet ihr das Ganze nochmal. Natürlich müsst ihr es nicht zweimal oder dreimal machen, ihr könnt es auch nur einmal machen oder viermal oder fünfmal, je nachdem wie ihr wollt. Das ist dann eben die entsprechende Höhe der Box. So, dann nehmt ihr die drei Stücken und legt sie übereinander. Jetzt klebt... Entweder könnt ihr es zusammenkleben. Ich klebe es jetzt zusammen und schlage danach noch Nägel durch, damit es ein bisschen länger hält. Ihr könnt natürlich auch nur kleben. Jetzt müsst ihr euch ein paar Nägel der entsprechenden Größe raussuchen. Ich habe jetzt die genommen, weil die hier ganz gut passen von der Größe her. Dann sucht ihr euch ein paar Stellen, an der ihr es durchschlagen wollt. Ich mache das jetzt hier. Dann mache ich einen hier hin. Und noch einen hier hin. Wenn ihr wollt, könnt ihr es noch von der anderen Seite machen. Ich lasse das jetzt erstmal so. So sieht es dann aus. Und jetzt nehme ich mir hier noch ein Stück so eine Pappe. Fahre hier so rein und ziehe die auf. Jetzt ist die Pappe hier so geriffelt, wie es bei der Box ist. Das klebe ich mir jetzt auf die Seite drauf, weil ich das eben finde, dass es schön aussieht. Ihr könnt natürlich auch die Nägel rausschauen lassen oder es auf die Seite von den Nägeln hier drauf kleben, dann sieht man sie nicht. Aber ich mache das jetzt so. Dann nehmt ihr euch am besten wieder das hier als Schablone, weil damit es gleich groß wird. Das hätte ich jetzt auch mit einer Schere machen können. Habe ich jetzt nicht gemacht. So, was ist das jetzt? Und jetzt klebe ich mir das noch auf diese Box drauf. Das hämmere ich jetzt nicht fest, weil sonst geht das Muster schon dann weg. So. Wenn ihr noch was übersteht, könnt ihr das auch noch wegschneiden. Das mache ich jetzt mal, weil bei mir noch ein bisschen steht. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr es natürlich nicht machen. So.
Und fertig ist die GBL Bluetooth Box. So sieht das jetzt aus. So. Bis zum nächsten Mal.